Es tut mir leid, aber es ist, wie es ist. Herzlich willkommen bei Cheats Freak Show. Ja, ich bin heute hier nach Wien gekommen. Um 10 Uhr bin ich in Graz gestartet. Da ich ja das kosmische Zeitbewusstsein lebe und erkannt habe, dass die einzige Zeit, die existiert, der Augenblick ist, habe ich diesen Termin bis ans Ende verschoben, bis mich der Kosmos dazu gezwungen hat, mich ins Auto zu setzen und heute hierher zu kommen. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Was verstehen wir nun unter diesem Sein? Was verstehen wir wirklich unter diesem Sein? Das ist nun tatsächlich die Frage. Ich weiß noch immer nicht, was ich heute sprechen sollte, und ich warte jetzt auf eine kosmische Fügung des Universums, dass das Universum mir nun sagt, welches Thema ich heute hier besprechen sollte. Und es ist schon gekommen. Wir haben hier jetzt sehr, sehr viel über die heilige Geometrie gehört, über die Zahlen, über die 12. Und ich möchte heute hier über die 13 sprechen. Die 13 der Mutter Erde, nämlich die Verbindung zu dem Himmlischen, das uns genommen wurde. Genommen wurde, weil die 13 verteufelt wurde. Der Luzifer, der Lichtbringer, als Teufel gesehen wurde. Und von einer Glaubensrichtung her, die ich jetzt, sage ich mal, Kirche nenne, nicht Christusbewusstsein, denn Jesus ist ein wunderbarer Mensch gewesen. Wenn man das Buch der Essener gelesen hat und tatsächlich weiß, was das Jesusbewusstsein ist, sieht man das Ganze in einem ganz anderen Licht. Und genau um dieses Licht geht es. Das Licht der Liebe in unserem Herzen, das vergessen wurde, indem uns die 13 genommen wurde. Die 13 der Verbinder zwischen Himmel und Erde, Einssein im Erdbewusstsein, wo wir doch alle wissen, dass unser Erdbewusstsein 28 Tage zu 13 Monden ist und ein Tag außerhalb der Zeit. So rechnet die Natur, so rechnen die Urvölker, so haben die Mayas gerechnet, so haben die Kelten gerechnet. Natürlich gab es da einen Mann, Gregor war, glaube ich, sein Name, er war von seines Zeichens auch Papst und nennt sich Vertreter Gottes auf Erden. Ob Gott das so recht ist, weiß ich nicht, aber es ist halt so, es gibt einen Verein, der sich Kirche nennt. Wobei ich das nicht kritisieren will, ich liebe Vereine und die sind einfach wunderbar. Sie dürfen ja existieren. Doch tatsächlich sind Glaubensrichtungen ja Wege, um zu erkennen, zu glauben. Verlernen wir vielleicht daraus, an uns selbst zu glauben, indem wir uns am Propheten festhalten und nicht erkennen, dass wir tatsächlich Schöpfer unserer eigenen Realität sind? Wir erhalten Richtungen, Richtungsweisen, die uns gelehrt werden und erkennen in Wirklichkeit nicht, dass alles bereits in uns ist, nämlich in unseren Herzen. Das Licht brennt in unserem Herzen. Wir suchen im Außen und verlernen dabei ganz, dass alles in uns bereits enthalten ist. Denn wir sind das Licht. Das Licht leuchtet in uns. Das Licht brennt in uns. Und es ist vielleicht eine andere Philosophie, als viele andere hier auf dieser Erde sprechen. Doch wenn ihr tief in euer Herz hineinhört, in euer Herz hineinspürt, erkennt ihr, dass alle Entscheidungen in eurem Leben, die ihr aus dem Herzen getroffen habt, tatsächlich euch Glück und Frieden auf dieser Erde gebracht hat. Erkennt ihr nun vielleicht, dass mit einem offenen Herzen es viel, viel schöner ist, durch diese Erde zu gehen, als nur Programmen des Verstandes zu folgen. Wenn ihr an die Momente, die schönen Momente eures Lebens zurückdenkt, welche waren die? Doch die herzlichen. Die herzlichen waren genau die Momente, wo ihr erkannt habt, wer ihr seid. Ihr habt gespürt, dass ihr Seele seid. Wollt ihr Seele sein? Oder in einem Programm funktionieren, im System einfach nur dahin zu vegetieren,
ein Programm nach dem anderen für den Verstand zu schreiben, damit ihr euch noch zurechtfinden könnt. Burnout nennt man das auch. Dass man dann so viele Programme in seinem Kopf hat und schlussendlich gar nicht mehr weiß, was man denken soll. Wäre es vielleicht dann ratsam, den Ruf seines Herzens zu folgen und zu erkennen, dass alles in einem ist und man ein glückliches und erfülltes Leben leben kann, wenn man erkennt, was man ist. Genau das ist meine Medizin, den Menschen beizubringen. Beizubringen würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, die Leute erkennen bei mir, wo sie in ihrem Leben stehen und wo sie vielleicht einen Weg gehen könnten, um glücklich zu sein. Dazu gehört aber eine Bereitschaft, nämlich die Bereitschaft, die Selbstlüge, sich selbst zu belügen, in Selbstliebe zu verändern. Denn nur ein reines Herz kann hell sehen. Kann hell sehen, hell fühlen, hell hören, wahrnehmen. Sehr viele versuchen, über die Lehren bewusster zu werden, doch hören sie im Außen und nicht in ihrem Innen. Das Herz, in unserem Herzen ist alles vorhanden. Toll wäre es natürlich, wenn die Menschen erkennen würden, dass alles in ihnen ist. Wenn sie den Ruf ihrer Seele, den Ruf ihres Herzens folgen würden und erkennen würden, was ihr Talent oder Seelenaufgabe auf dieser Erde ist. Wollt ihr wissen, was euer Talent oder eure Seelenaufgabe auf Erden ist? Wollt ihr es tatsächlich wissen? Ich könnte jetzt sagen, ihr könnt zu mir kommen, dann zeige ich es euch. Aber es ist in Wirklichkeit viel, viel einfacher. Denkt einmal ganz kurz darüber nach, was euch glücklich macht. Und das Erste, was kommt, ist euer Talent. Wie weit zum Beispiel ein Gitarrenspieler, der für sein Leben gern, von Herzen gerne Gitarre spielt und irgendwann so viel Arbeit sich aufhalst, damit er seine Kinder und seine Frau ernähren kann, dass er ganz darauf vergisst, am Abend sich hinzusetzen, seine Gitarre in die Hand zu nehmen und einfach seine Seele baumeln zu lassen. Ich bin ein Mensch, der es gelernt hat, mit der 13 zu leben. Denn die 13, Luzifer oder Lichtbringer, ist doch tatsächlich nur ein Teil von dessen, was uns eins macht. Es gibt 13 Energieformen und die Verbindung der geflügelte Feuerdrache oder Naga-Schlange, wie man es auch in den orientalischen Ländern nennt, also asiatischen Ländern, sage ich jetzt mal, war immer derjenige, der zwar in der kirchlichen Kultur verteufelt wurde und die 13 zur Unglückszahl gemacht wurde, die Templer, weil sie ja Freigeister waren, am Freitag, den 13. getötet wurden und damit eliminiert wurden, weil sie der Kirche zu mächtig wurden. Ja, und tatsächlich wurde die 13 aus dem Kalender gestrichen und wir hatten nur mehr 12 Monate. Mit diesen 12 Monaten hatten sie reichlich zu tun, um es irgendwie in ein Gleichgewicht mit dem Bewusstsein zu bringen. Doch tatsächlich ist die Urzeitrechnung eben 13 Monate zu 28 Tagen und ein Tag außerhalb der Zeit. Das ist der natürliche Zyklus der Mutter Erde. Und wenn das Bewusstsein der Menschen umprogrammiert wird und wir bei kosmischen Zahlen sind und der Mensch sich in seinem natürlichen Rhythmus nicht mehr wohlfühlt, dann entsteht ein Zeichen des Mangels in ihm und er beginnt zu suchen. Genau all diese Bewusstheitslehren erkennen dadurch, dass sie, wenn der Mensch ein Suchender ist, jemanden haben, den sie benutzen können. Die Frage ist, wollt ihr Freigeister sein? Wollt ihr Opfer sein, Meister,
freiester aller Geister oder einfach nur ein Würstelchen, was hinten nachläuft und ständig nur das tut, was andere ihm sagen oder mal erkennen, was eure Seelenqualität, euer Seelenstern, euer Herzensenergie ist. Irgendwo fordere ich euch auf, aus der Lüge auszusteigen, doch tatsächlich dürft ihr euren freien Willen leben, denn jeder Mensch darf seinen freien Willen leben. Jeder darf hier so sein, wie er ist. Ich bin einfach nur einer, der aufzeigt und ein Trommler und Geschichtenerzähler ist. Und wenn ihr meint, dass diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, euch anspricht, dürft ihr gerne mit mir Zeit verbringen, mit mir am Lagerfeuer sitzen, zum Beispiel einen Monat lang mit mir nach Thailand fahren und in der Natur leben, die Seele baumeln lassen oder mal nachzudenken, was tatsächlich euer Talent ist. Oder ihr dürft mit mir nach Ägypten reisen, durch den 13 Tempeln durchgehen und den Einweihungsweg der Pharaonen noch einmal beschreiten, damit ihr erkennt, welche Energien die Priesterschaft dazu verwendet haben, um den Pharao in die Göttlichkeit zu bringen, sodass auch ihr eure eigene Göttlichkeit in euch entdeckt. Denn tatsächlich, ich sage euch jetzt ein Geheimnis, ihr seid alle göttlich. Denn ihr seid alle ein Teil der Schöpfung. Und jede Seele ist einzigartig. Denn die einzige absolute Wahrheit und Weisheit, die es tatsächlich gibt, ist die, dass jeder Mensch einzigartig ist. Ein einzigartiger Teil der Schöpfung. Und genau diese Einzigartigkeit, dieses Talent gilt es zu entdecken hier auf dieser Erde. Leider wird das einem nicht gesagt. Die Kelten zum Beispiel waren genau das Volk, das sich die ersten 10 Lebensjahre ganz genau angeschaut hat, welches Talent hat dieses Kind. Und wenn es das Talent des Heilers hatte, kam es zu einem Heiler in der Ausbildung. Wenn es das Talent hatte, mit Pferden umzugehen, kam es zum Hufschmied oder wurde zum Pferdeflüsterer. Der natürliche Zyklus war gegeben. Es war kein Funktionieren, es war ein liebevolles Miteinandersein. Und wenn ihr gerne liebevoll miteinander sein wollt, wenn ihr gerne tatsächlich das Wassermann-Zeitalter leben wollt und nun erkennt, wie frei ihr tatsächlich seid bei eurem freien Willen und ab einem gewissen Zeitpunkt, es muss nicht jetzt sein, erkennt, wie ihr euer Leben neu schreiben könnt. Wenn ihr glücklich seid, lebt es. Ihr dürft glücklich sein. Doch fragt euch tatsächlich, seid ihr glücklich? Wenn ihr nicht glücklich seid, bin ich gerne euer Diener, der euch dabei dient, zu erkennen, dass ihr wieder glücklich seid. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es ist, wie es ist. Ich bin, wie ich bin. Trommler und Geschichtenerzähler. Ich danke euch von ganzem Herzen. War es ein bisschen zu früh aufgetragen? Schön, hat er gehört. Das war nicht ich. Schön. Das war nicht ich. Ah, schön, hat er gehört, sagt man bei uns. Es fällt mir noch ein paar Sachen ein, aber ich will nicht zu viel die Kirchen damit einbringen, weil ich habe schon zu viel über die Kirchen geredet. Ich würde gerne vielleicht, extra aus München gekommen ist, für das Podium und sie wollte euch anfangen, dass wir jetzt das Podium machen und danach eben deine Aufzeichnung. Okay? Ja. Und ja, dann vielleicht genau. Ich sage ein paar Worte davor. Während des Aufbauens erzähle ich eine kleine Geschichte.